Seekrauts. Moin Moin Seekrauts Freunde, willkommen zurück hier bei uns auf dem Seekrauts Kanal, dem Portal rund um World of Warships mit der nächsten Flaschenpost. Wir sind zurück aus Hockenheim, es hat eine Menge Spaß gemacht, es war saumäßig laut, aber wir hatten einen Ohrschützer dabei und deswegen können wir jetzt noch mit euch reden. Nein, Spaß beiseite, war einfach geil, aber es gab auch eine Menge Nachrichten rund um World of Warships und da wollen wir jetzt gleich drauf eingehen. Wir fangen direkt vorne an, bevor wir zu den Trägern kommen. Gehen wir noch zu den britischen DDs mit dem nächsten Patch, also ab diese Woche Donnerstag, dem, was wird das dann sein, ich glaube ist der 18. kommt ja dann der nächste Patch raus und da sind dann die britischen DDs komplett enthalten, egal ob ihr einen Plan hattet oder eben nicht, ja, und es wird ein paar Veränderungen oder gibt eine Veränderung zumindest beim Nebelverbrauchsmaterial, da wollen wir jetzt auch mal kurz euch die Möglichkeiten vorstellen, wie ihr die britischen DDs dann jetzt vorfinden werdet, wenn sie denn eingeführt werden. Also, Torpedowerfer, Einzelabwurf ist möglich, immer den ganzen Werfer entleeren. Ihr habt meistens 4 oder 5 Torpedos, behaltet ihr einen einzigen übrig, wird der restliche Werfer nicht nachgeladen. Heißt, denkt daran, habt ihr 4 Torpedos, macht 4-mal den Einzelabwurf, damit der Torpedowerfer wieder nachgeladen wird. Sonst seht ihr möglicherweise alt aus, wenn ihr plötzlich 6 oder 7 oder 8 Torpedos einzeln abwerfen wollt oder müsst, weil ihr das Schiff versenken wollt und ihr habt plötzlich nur noch 4 oder 5 oder 6 parat. Das ist dann ein bisschen kontraproduktiv. Deswegen achtet darauf. Das ist hier ein Vorteil, der Abwurf, Einzelabwurf. Bei den Briten ist es ja sowieso immer schon bekannt dafür. Aber immer daran denken, alles abzuwerfen. Ja, was ihr in einem Werfer habt. Ihr müsst ja nicht beide Werfer abwerfen, aber einem Werfer zu entleeren ist sinnvoll. Torpedoreichweite ab T6 bis T6 6 Kilometer. Und dann steigert sich das peu à peu. Ab T9 habt ihr 10 Kilometer und könnt dann auch ganz locker verdeckt torpen. Ist also eine gute Möglichkeit. Der Nebelerzeuger ist speziell bei den Briten Verbrauchsmaterial, also diese Verbrauchsmaterialaktivität, wie lange wird Nebel ausgeworfen? 10 Sekunden zeigt auch gleich, fahrt nicht mit Vollspeed und drückt auf den Nebelwerfer und verlangsamt erst dann. Ihr solltet vorher verlangsamen, sonst driftet ihr aus dem Nebelfeld raus. Das ist kontraproduktiv für euch und bringt euch nicht den Effekt, den ihr eigentlich haben wollt, meistens zumindest. Ja, die Dauer der Nebelwand 40 Sekunden, extrem lange ist es nicht. Es ist eine sehr kurze Stehzeit, ist perfekt, um euch aus Gefechten zurückzuziehen, die ihr möglicherweise mit anderen DDs hattet. Oder euch auch mal ganz kurz irgendwo einzunebeln, um dann ein Schiff in Brand zu schießen, weil die Brandwahrscheinlichkeit ist recht hoch bei den britischen DDs. Dann Ladezeit und da gibt es ein Update. Das waren vorher Standard, beim Standardverbrauchsmaterial eben 90 Sekunden, das werden in Zukunft 105 Sekunden sein. Das Premiumverbrauchsmaterial bleibt bei 70 Sekunden, wie es aktuell auch schon ist. Die Ladungen bleiben ebenfalls unverändert. Die hydrakustische Suche haben sich da wieder was Besonderes bei ausgedacht. Reichweite für die Aufklärung von Schiffen und Torpedos ist gleich 3 Kilometer. Die Wirkungsdauer ist extrem lang mit 3 Minuten ohne irgendwelche Module. Einfach 3 Minuten ist dieses Ding aktiv und kann die ganze Zeit Torpedos und Schiffe eben aufklären. Dann habt ihr eine Ladezeit beim Premiumverbrauchsmaterial von 3 Minuten und beim Premiumverbrauchsmaterial von 2 Minuten, beim Standardverbrauchsmaterial von 3 Minuten. So ist richtig. Die Anzahl der Ladungen 2 und 3. Ja, also wie gesagt, ist eher eine defensive Hydroakustik. Ihr könnt damit eure Verbündeten besser beschützen, weil euer Hydro weiter reicht. Die Torpedos werden relativ früh aufgeklärt. Also da sollte jeder, der darauf achtet, in der Lage sein, den gegnerischen Torpedos auszuweichen. Was es noch zu erzählen gibt, ist, dass ihr die Antriebsmodifikationen, also in dem Slot 4, bei den britischen DDs nicht vorfinden werdet. Die verfügen bereits über eine bessere Version sozusagen, also ähnlich wie den britischen Kreuzern. Die fahren sehr schnell an und verzögern also dementsprechend auch sehr, sehr schnell. Deswegen werdet ihr dieses Modul nicht vorfinden. Ihr könnt die Ruderstellzeit noch verbessern, das ist das Sinnvollste auf diesem Slot. Und bei T9, T10 ist es dann möglich, Reparaturmannschaft einzusetzen. Macht auch nicht jeder DD auf dieser Tierstufe, aber hier ist es eben vorhanden. 184 Trefferpunkte respektive 208 Trefferpunkte könnt ihr reparieren, also auf der Jütland respektive der Deering. Und das alles ohne Flaggen, das heißt, ihr könnt mit Signalflaggen dann nochmal diese Trefferpunkte erhöhen, die ihr dann wieder herstellt. Die Wirkungsdauer des Verbrauchsmaterials beträgt 10 Sekunden, habt also basismäßig dann 1840 respektive 2080 Trefferpunkte wiederhergestellt. Und ja, dann kommen wir zur Ladezeit. Auch da sind wir relativ weit vorne mit dabei. 2 Minuten respektive 80 Sekunden
ist hier die Aufladedauer, bis ihr die Reparaturmannschaft wieder einsetzen könnt. Und die Anzahl der Ladung 1 respektive 2 ist auch ganz angenehm. Das könnt ihr dann dementsprechend nochmal pimpen mit zum Beispiel dem Inspekteur, wenn es denn sein muss oder wenn ihr denn möchtet. So, das ist das, was wir zu den britischen DDs sagen können. So werden sie ins Spiel kommen. Stand heute, bis jetzt hat das hier eine Wargaming-Nachricht, also gehe ich davon aus, dass das dann auch so Hand und Fuß hat. Ob sie dann nochmal genervt oder gebufft werden, werden wir dann erleben, wenn wir alle sie auf dem Testserver ausprobiert haben. Also auf dem Live-Server hier natürlich, nicht Testserver. So rum, geht's weiter. How it works, Streuung erklärt. Das ist eine nette, coole Reihe von Wargaming, World of Warships, wo Spielmechaniken, komplexe Spielmechaniken erklärt werden. Hier geht es jetzt um die Streuung der Granaten. So, vorher ging es schon um das Aufklärungssystem von Flugzeugen, von Schiffen und so weiter und so weiter. Von HE-Granaten, AP-Granaten und so weiter und so weiter. Ich kann euch das nur ans Herz legen. Guckt euch diese Videos an. Sie verfügen über einen deutschen Untertitel. Das heißt, ihr lernt eine ganze Menge über die Mechanik. Wenn ihr nämlich wisst, wie die Mechanik funktioniert, arbeitet ihr möglicherweise auch anders und seid dadurch erfolgreicher in eurem Gefecht oder könnt länger überleben. Und das wollen wir doch alle. Wir wollen gewinnen. Also lernt hier mit How It Works, wie es eben funktioniert. So, dann geht's weiter zum Flugzeugträger. Ihr habt schon mitbekommen, die Flugzeugträger werden umgebaut. Bis Ende des Jahres soll der Umbau abgeschlossen sein und dann öffentlich auf dem Live-Server aufgespielt sein. Das ist zumindest das Ziel von Wargaming. Und jetzt laden sie uns ein. Ihr könnt, wenn ihr wollt, mitmachen bei dem öffentlichen Test und euch davon überzeugen, wie weit World of Warships schon ist oder Wargaming schon ist mit der Programmierung. Und ja, eure Ideen, eure Kritik anbringen und zwar auch im Forum und Rückmeldung geben zu den aktuellen Spielmechaniken, die da sich im Test befinden. Wie könnt ihr mitmachen? Ihr meldet euch hier oben rechts in der Ecke an und scrollt dann nach unten und klickt hier auf Ich möchte mitmachen. Die hinterlegte E-Mail-Adresse von eurem Account ist dann automatisch die E-Mail-Adresse, wo euch der Einladungslink zur Verfügung gestellt wird. Und ja, dann müsst ihr eine separate Software installieren, also einen zweiten Testserver möglicherweise, wo ihr dann mit den Zugangsdaten, die ihr standardmäßig entweder bekommt oder eben ihr standardmäßig schon habt, dann eben die Träger testen könnt. Das ist ein öffentlicher Test. Nach meinem Kenntnisstand kann ich euch davon berichten. Ich habe mich bereits eingetragen und ich werde natürlich euch zeigen, wie dieses System funktioniert, wenn es mir denn erlaubt wird. Also bis jetzt habe ich noch nicht mitbekommen, dass es mir verboten werden wird. Von daher bleibt einfach auf unserem Kanal und ihr werdet auf jeden Fall alles erfahren, was der Träger, was die Trägerspielmechanik in Zukunft mit sich bringt. Ihr könnt dann Fragen stellen, wir werden das, wie immer ihr das im Livestream bei uns dann kennt, halt dementsprechend auch drauf eingehen. So, dann kommen wir zum nächsten Punkt. Auch da gibt es Angebote und Rabatte. Ihr habt sicherlich schon mitbekommen, bis zum 19. Oktober, da wir jetzt noch nicht den 19. haben, will ich auf jeden Fall der Vollständigkeit halber darüber berichten. Der französische Zerstörer, die Dunkirk, die Grasse und so weiter, ist aktuell im Angebot. Gibt hier auch noch ein Gesamtpaket. Ich will nicht weiter groß Werbung dafür machen, sondern ich will euch nur, wie immer in meiner Flaschenpost, darüber informieren, was möglich ist. Nicht, dass das jetzt irgendwie besonders toll oder irgendwas ist. Das muss jeder für sich selber wissen. Aber ich möchte nicht, dass ihr euch möglicherweise, wenn ihr auf dieses Schiff wartet, die Chance entgehen lasst. Ja, denn die Aktionen sind ja immer mal wieder da. So, das ist das Angebot, von dem ich berichten möchte. Und das hier ist der Rabatt, von dem ich berichten möchte. Wenn ihr es noch nicht mitbekommen habt, es gibt aktuell Kreditpunkte-Rabatt für Schiffe, der britische Kreuzer und Schlachtschiffe der Stufe 2 bis 10. Das heißt, wenn ihr in-game jetzt gerade dabei seid, bei der Bonarch, wie meine Frau zum Beispiel, und ihr wollt zur Lion oder Lion, so heißt das Schiff, hochspielen, dann habt ihr jetzt am besten die Chance, vielleicht mit ein bisschen Investition von Free XP, wenn ihr noch nicht ganz so weit seid, oder ihr spielt einfach noch ein paar Tage. Bis einschließlich 19. Oktober gibt es diese Reduktion. Ihr könnt jetzt auch perfekt hochpimpen, also ein bisschen pushen, weil britische Schiffe gerade einen 50% EP-Boost bekommen. Das wird in Unternehmen Zufall gewertet und Koop-Gefechten gewährt, dieser Rabatt, also dieser Push. Ihr bekommt 50% mehr EP. Das ist ziemlich cool. Und das könnt ihr alles 5-mal pro Tag abschließen, also eure Schiffe richtig gut voranbringen, um dann möglichst schnell halt eben von diesen Rabatten hier noch zu profitieren und Credits zu sparen. Darum geht's. Dann, wer die letzte Flaschenpost verpasst hat, habe ich schon bereits darüber berichtet, ihr könnt hier einen Auftrag annehmen, meldet euch oben an, hier den Auftrag annehmen und dann bekommt ihr jeweils 6 Aufnäher. Wie war das noch ganz genau? Ich glaube, 4x6 Aufnäher bekommt ihr
jedes Mal gut geschrieben, wenn ihr dann ein bisschen was an EP verdient habt. Immer mit 5000 EP bekommt ihr 6 Aufnäher, mit nochmal 5000 EP wieder 6 und so weiter, bis ihr maximal 20.000 EP erreicht habt, dann habt ihr alle Aufnäher bekommen. Also, weil ich vorhin auch bei Facebook jemanden gesehen habe, der gefragt hat, wie habe ich denn einen bestimmten Aufnäher, wo kommt der her, welchen Auftrag muss man da haben und so weiter. Hier müsst ihr den Auftrag annehmen, dann habt ihr die Möglichkeit, diese speziellen Aufnäher aus der Community übrigens euch zu erspielen. Und dann kommen wir schon zum letzten Punkt. Der letzte Punkt ist der Ring. Wir hatten schon mal drüber berichtet. Da hatte jetzt stattgefunden der erste Versuch. Es gab eine Menge Sachen, die jetzt nochmal verbessert werden sollten, weil das erste Mal wohl nicht so ganz nach Plan verlief, wie sich das Wargaming vorgestellt hat. Jetzt sind am Ende Leute, die sich darum bewerben, also Community-Kontributoren, die dann Aufgaben zugeschustert bekommen oder zugelost bekommen. Die Aufgaben sollen erfüllt werden. Sie machen darüber ein Video. Und ihr könnt sie dabei unterstützen, indem ihr zum Beispiel den World of Warships Kanal mit supportet und dann bekommt ihr immer mit, wenn da neue Videos hochgeladen werden, dann gibt es einen Code, den könnt ihr einlösen, also über das Anmelden, Wargaming Code aktivieren, dann einfach diesen Code einlösen, dann müsst ihr die Aufgabe auch erfüllen, bekommt dafür dann aber sogar noch eine Belohnung. Am Ende der ganzen Geschichte, am Ende jeder Woche bewerten sich dann diese Teilnehmer gegenseitig, ja, welche Videos oder wie diese Mission bewertet wurde, was da am lustigsten ist, welche Video das schönste ist, die drei schlechtesten sozusagen, die am wenigsten Stimmen erhalten, müssen dann ausscheiden und so geht es immer weiter und immer weiter, bis ihr dann im Finale angekommen sind. Wenn ihr euch dafür interessiert, lest euch die ganze Geschichte hier einmal durch. Es ist eine ganz nette Aktion von Wargaming, um auch da euch wieder ein bisschen mehr mit einzubinden und auch mal wieder ein paar Ingame-Codes da rauszuhauen. Ja, und das ist schon die Aktion der Flaschenpost für heute. Ja, wir haben es geschafft, in 11 Minuten 50 alles Wesentliche ganz kurz zu umreißen. Sollte ich irgendwas vergessen haben, einfach runter in die Kommentare unter dieses Video. Wir werden euch alle Links, die ihr jetzt hier oben seht, sozusagen, beziehungsweise über was wir gesprochen haben, packe ich euch wieder in unser YouTube-Video unten in die Beschreibung rein. Es würde mich freuen, wenn ihr euch das Video gefallen hat, euch ein bisschen weitergeholfen hat, dann lasst mir gerne ein Abo und Daumen nach oben da. Ja, und empfehlt uns auch gerne weiter, wenn es euch hier gefällt und diese Flaschenpost einfach was ist, was wo ihr sagt, oh, da bin ich rundum kompakt informiert. Würde mich sehr freuen. Ne? Und dann sage ich tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Secrets Team, euer Maraha. Haut rein, habt einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss, tschüss. Secrets.